Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Nach unserem Gespräch mit Herrn Ratzig hat Heinrich hier oben am Aussichtspunkt ein paar Stündchen geschlafen und noch eine Kleinigkeit gegessen. Und eigentlich wollte ich schon Richtung Grofna reiten, um dort mit der Hauptquest weiterzumachen. Aber ich wollte euch die wunderschöne Aussicht hier auf Talmberg bei Tage auch nicht vorenthalten. Ich weiß ja nicht, wie lange Herr Ratzig noch hier oben ist und ob wir hier nochmal tagsüber vorbeikommen. Und ich fand das hier gerade so schön und friedlich. Da wollte ich die Folge einfach hier beginnen mit diesem schönen Ausblick auf Talmberg da unten. Finde ich tatsächlich sehr schön. Ist das nicht schön? Wunderbar. So, haben wir das auch. Okay, wo ist mein Hund? Den loben wir mal eben. Das müssen wir ja regelmäßig tun. Braver Junge. So ist's recht. So ein feiner, der Yogi. So, feiner Hund. Hier steht wieder irgendwas im Weg. Okay, das Pferd steht schon parat in dieser Richtung. Wie folgsam ist mein Hund eigentlich gerade? Muss ich jetzt auch mal nachschauen. Bei den Gefährten. Oh, 100. Ist 100 das Höchste? Weiß ich gar nicht. Folgsamkeit 100. Sehr cool. Ein sehr folgsames Hündchen haben wir da. Wunderbar. So, wir reiten nach Grofna. Und das heißt, dass wir wahrscheinlich erstmal wieder ein Stück hier zurück nach Merhojet müssen. Und dann diese Serpentinen darunter. Oder hier unten, ich weiß nicht, ob wir hier unten links... Wir können auch bei Talmberg vorbei. Ich weiß gar nicht, wo ich hier rauskomme, denn hier bin ich nachts nicht hergekommen. Über diesen Weg. Aber wir können auch hier... Nee, dann reiten wir hier drüben vorbei. Dann reiten wir bei Talmberg rum. Macht ja jetzt keinen Sinn, oben nach Merhojet zu reiten. Ja. Obwohl mich ja immer noch interessieren würde, wie es da um die Seuche steht. Aber irgendwie müssen wir da noch eine Weile warten, bis wir das wissen. Und in der Zwischenzeit reiten wir eben nach Grofna und treffen uns dort mit dem Händler. Ah, halt. Falsche Flussseite. Ich muss noch über die Brücke. Wir treffen uns dann mit dem Händler, der die Münzpresser, glaube ich, mit Rohstoffen beliefert. Oder bringt er die falschen Münzen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatte der Bandit uns erzählt, dass er sich dort mit jemandem treffen sollte, wegen dieser gefälschten Münzen. Und da er nicht mehr zu dem Treffen gehen kann, tun wir das stattdessen. Beziehungsweise schauen wir einfach, ob wir den Typen da irgendwie finden. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Reiten verbessert. Sehr schön. Ich habe mich gerade daran erinnert, wie wir damals aus Skalitz geflogen sind, ganz zu Anfang und hier lang geritten sind. Da war das alles noch ganz anders. Das ganze Gefühl beim Reiten und auf der Flucht und so. Wir waren tierisch gehetzt, als wir das erste Mal diesen Weg genommen haben. So, wir sind in Grofna angekommen und jetzt muss ich aber noch so ein Stück nach Norden. Und eigentlich wieder aus dem Ort raus, glaube ich. Ja, wir gehen mal hier hoch. Dann kommen wir nochmal bei dem Pater vorbei. Ah ne, der war da drüben irgendwie, ne? An dem Häuschen. Ist der noch hier? Da sitzt er. Können wir mit ihm ja auch nochmal kurz sprechen. Bis jetzt hat sich hier leider noch nicht viel getan, oder? In Grofna? Obwohl, wird da unten was gebaut? Oh, das sieht so aus. Auf jeden Fall qualmt es hier auch nicht mehr. Stimmt, ich glaube, das letzte Mal hat hier noch alles gequalmt. Oder zumindest eine ganze Zeit lang noch. Ich glaube, hier wird wieder aufgebaut. Das sieht ein bisschen so aus da unten, ne? Als würde wieder aufgebaut werden. Oder sind das die kaputten Häuser? Ich weiß es nicht. Wir sprechen mal mit dem Pater. Oh, wir können nicht mit dem Pater sprechen. Das ist aber schade. Hätte ich jetzt gern gemacht. Na gut, dann... reiten wir in den Wald und schauen, ob wir den Typen treffen, von dem der Gefangene uns erzählt hat. Da vorne steht auf jeden Fall ein Händlerwagen. Das könnte doch vielleicht schon... Oder ist das... Nee, ist ein Unfallort. Der Händlerwagen scheint kaputt zu sein. Oh. Ah, okay. Das ist trotzdem... Das ist der Händler. Richtiger. Was für eine Sauerei. Hm.
Okay, sehe dich an der Kreuzung um. Ja, das war doch der Händler, den wir treffen sollten, aber ihn hat ein anderes Schicksal ereilt. Ah, das ist der Wächter. Dann ist das hier der Händler. Ne, ist auch ein Wächter. Wo ist denn der Händler? Wurde der entführt? Auf jeden Fall, hier ist noch Blut, eine Blutspur. Sehe dich an der Kreuzung. Oh, habe ich mich umgeschaut? Oh, ah. Ah, Folge der Blutspur, die vom überfallenen Wagen wegführt. Moment, erstmal muss ich mich hier noch genau umschauen und den Wagen untersuchen. Sieht wie Blut aus. Ja, da sind wir einer Meinung. Hier, da sieht man auch die Fußabdrücke. Hier wurde jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Verwundet ist gut. Das sieht aus, als wäre jemand ausgeblutet worden schon. Sieht aus, als war der Wagen mit Kohle beladen. Mhm. Achso, ein Wächter kann nicht plündern. Nee, komm. Lassen wir ihm die Sachen und ein bisschen Reste Würde. Sehr schwer, natürlich. Selbstverständlich ist diese Kiste sehr schwer verschlossen. Auch der hat nichts mehr als seine Kleidung am Leib. Nicht mal mehr Schuhe. Na gut. So, Hund, ist das dein gewöhnliches Bellen oder schlägst du an? Wegen irgendwas? Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das sehe ich auch so. Kein Kommentar dazu? Sieht wie Blut aus. Ja, immer noch. Was liegt hier? Ach, Kohle. Ach, guck mal, ich kann die einsammeln. Jetzt komme ich mir vor wie Hänsel mit seinen Kieselsteinen. Nur, dass wir Kohlestückchen folgen und einsammeln. Weitere Blutspuren. Blut. Ja. Ich bin auf dem richtigen Weg. So, hier ist noch ein Wagen. Es geht auf jeden Fall in dieses Köhlerlager hier rein, scheinbar. Haben die Köhler etwas damit zu tun? Kann ich hier gerade mal hüpfen und reingucken? Da ist nichts drin. Ja, sieht ein bisschen so aus. Hier lang. Ja, es geht auch in diese Richtung hier. Kohlestückchen. Und noch mehr Blut. Ich bin auf dem Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Irgendjemand mit blutiger Kleidung vielleicht? In der Nähe? So, hier sehe ich nichts Auffälliges. Halt, lief da jemand? Nee, das war der Hund. Da hinten steht jemand, das weiß ich. Aber hier endet die Blutspur auch. Am Rand des Lagers. Ah, nee, hier liegen noch Kohlestückchen. Guck mal. Der Kohlestück. Ah, da vorne geht das Blut auch weiter. Na super. Machen Sie es uns doch einfach. Blut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, es geht aber am Lager vorbei, scheinbar. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Okay, sieht aus, als würde es in die Richtung weitergehen, aber er sagte ja gerade, jemand muss was gesehen oder gehört haben. Dann fragen wir doch mal den einzigen, der hier gerade in der Nähe herumsteht. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Was ist an der Kreuzung geschehen? Was? Erfolg? Was? Ich habe noch gar nichts gesagt, irgendwie. Lüg mich nicht an. Nicht schwer zu erraten, was passiert ist. Ich bin hier, um zu helfen. Wenn du nichts weißt, ist alles schön und gut. Ja, ist jetzt die Frage, weiß er überhaupt was? Vielleicht... Na gut, eigentlich sind die ja permanent im Lager, mehr oder weniger. Ja, ich würde mal das versuchen. Hör mal, da liegen Leichen auf der Straße und ein geplünderter Wagen. Und die Spur führt geradewegs hierher. Ihr scheint anständige Leute zu sein und keine Halsabschneider. Ich will euch erst einmal glauben, dass ihr nichts damit zu tun habt. Aber
Wenn ihr mir jedoch nicht helft, könnte ich meine Meinung ändern. Ich weiß von nichts und habe auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Ja, das war jetzt schon wieder ein bisschen... von Heinrich schon wieder so ein bisschen... ich weiß nicht. Ne, wenn du mir nicht hilfst, dann ändere ich vielleicht meine Meinung und so. Vielleicht weiß der Kerl wirklich nichts. Das war schon ein bisschen fies jetzt, das so zu sagen. Ja, wer ist Boris? Wer und wo vor allem ist Boris? Wer ist dieser Boris? Boris schwingt dir die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Okay. Gott behüte dich. Ich habe gerade eben noch niemand anderen hier gesehen. Rote Kappe, Boris. Da oben ist noch eine kleine Hütte. Achso, und da drüben geht es auch noch weiter. Ja gut, vielleicht ist das das ganze Lager hier. Schauen wir nochmal eben kurz in die eine Hütte, wo ich nicht reingeschaut habe. Nicht, dass wir schon an Boris vorbeigelaufen sind. Nee, hier ist nichts. Dann schauen wir mal, wo Boris ist. Ich möchte aber mal an der Hütte da oben gucken. Die gehört, ich weiß nicht, ob die auch mit dazu gehört zu dem Lager hier. Naja, die ist auf der anderen Seite des Flusses. Na, war ja klar, dass ich den Baumstumpf hier nicht treffe, den Baumstamm. Ach komm schon, kletter da hoch, Heinrich. So. Nur mal kurz gucken. Mal kurz schauen, was das hier für eine Hütte ist. Noch ein Lager. Achso, gehören die beiden Lager nicht zusammen? Aber hier ist überhaupt niemand, wie es aussieht. Oh, aber eine Kiste. Eine leichte Kiste. Bin ich sicher, dass niemand in der Nähe ist? Ich glaube schon, so einigermaßen. So, und jetzt sollte auch das Schlösserknacken wieder normal sein. Na, wo ist denn der Punkt? Ja, es ist normal schwer und deshalb schaffe ich es fast nicht. Eine Fackel. Na wow. Die lassen wir drin. Oh, Kaninchen. Naja, ich bin ja auch nicht in der Nähe von Rattay. Dann, ups. Oh, da sitzt ja einer. Du bist nicht Boris, ne? Du hast keine rote Kappe. Nein, du bist ein Köhler. Ah, vielleicht weißt du irgendwas. Komm, ich spreche kurz. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Lieber einmal... Okay. Möge Gott über dich wachen. Dann halt nicht. Aber prinzipiell lieber einmal zu viel mit Leuten sprechen, als zu wenig. Na gut, dann... Na, überall stehen irgendwelche Dinge im Weg. Dann gehen wir da... Oh, da kommen Menschen. Oder da laufen Menschen. Oder waren das Rehe? Ich dachte, ich habe nur was gesehen, das sich bewegt hat. Nee, es sind tatsächlich Rehe. Ups. Aber hier vorne geht das Lager ja auch noch weiter. Und ich glaube, ja, da ist auch eine Markierung. Da ist Boris. Und hier führen auch die Holzkohlestückchen hin. Sammeln wir die mal ein. Die ist ja für Alchemie gut, die Holzkohle. Je nachdem, hier ist nochmal eine Spur. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Yep. Sieht wie Blut aus. Okay, das wiederholt sich mal alles. Ich glaube, wir müssen nicht jeden Blutfleck analysieren und anklicken. Wo ist Boris? Bist du Boris? Ist das eine rote Kappe, die du da auf deinem Schädel hast? Ja, das sieht so aus. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Für dich interessiere ich mich nicht, nur für den Überfall. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja, ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem. Denkst du, ich hätte Angst vor dir? Ich glaube nicht, dass er das denkt. Wie viel willst du? Bestimmt gebe ich ihm kein Geld. Weißt du, wem der Wagen gehörte? Ja, wir fragen einfach mal direkt. Hast du eine Ahnung, wem der Wagen gehörte? Nein. Ist mir auch Schnuppe. Dann sage ich's dir. Du hast doch bestimmt von der Bande gehört, die Neuhof niederbrannte. Kann sein. Und die den Brunnen in Meerhoyet vergiftet hat. Solchen Männern willst du nicht auf die Füße treten. Ich bin ihnen ja nicht auf die Füße getreten. Im Gegenteil. Wir halfen ihnen. Obwohl wir nicht mal wussten, wer die waren. Was ist passiert? Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und
sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Okay. Wer hat den Wagen überfallen? Hat er etwas gesagt? Ich möchte mit ihm sprechen. Ich gehe besser. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Ich will ihm nichts Böses. Na schön. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Lebe wohl. Ah, jetzt konnte ich wieder die restlichen Sachen nicht sagen. Nochmal mit ihm reden. Dieser Bewaffnete. Was ist mit ihm? Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Okay. Gut, ich gehe dann mal. Möge Gott über dich wachen. Dann bin ich gespannt, was wir aus ihm rauskriegen. Welcher Schuppen? Da drüben? Aber er konnte noch zahlen und sagen, sie sollen niemanden zu ihm lassen. Ah, hier geht auch die Blutspur hin. Jawohl. Hier sind wir wohl richtig. Hier ist noch eine Kiste, sehr schwer. Na gut, schauen wir mal. Ja, eigentlich habe ich hier fast vermutet, dass der jetzt tot wäre und damit halt diese Spur wieder verloren ist, beziehungsweise erkaltet ist und wir deshalb dann nach Sasau müssen. Ich will ja immer noch nach Sasau und den Ritter treffen. Naja, auf jeden Fall schauen wir jetzt erstmal nach dem Verwundeten hier, der vielleicht noch lebt, vielleicht auch nicht. Der ist gerade Schrödingers Verwundeter, Schrödingers Gefangener oder Versteckter. Denn solange wir die Tür nicht öffnen, können wir nicht wissen, ob er lebt oder tot ist. Jetzt erfahren wir es. Ah, er lebt tatsächlich noch. Ein starker Überlebenswillen. Wer bist du? Naja, ich bin hier, um dir zu helfen. Können wir ja mal behaupten, zumindest. Egal, ich bin hier, um dir zu helfen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich beiße hier ins Gras. Und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür. Ich bin kein Engel. Daher musst du mir ein paar Fragen beantworten, bevor ich dir helfe. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Ich wollte schon sagen, ich bin kein Schutzengel. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Maynard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Maynard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Ah, könnte das vielleicht unser Ritter sein, den ich die ganze Zeit schon nach Sasau verfolgen will, quasi? Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Maynard nie gefragt. Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? In der Art. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Ich habe ja zuerst gedacht, dass das dann der Händler wäre, der fehlt und der hier im Lager ist. Aber scheinbar hat der Ritter den Händler mitgenommen. Und das hier ist halt auch nur einer der Wächter, also ein weiterer Wächter, der noch nicht tot ist. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Verdammt! Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da hinterm Schuppen. Das ist er! Das muss dieser Ritter sein!
Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Ach, sag mir bitte, dass ich dem jetzt nicht hinterher reiten muss. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Muss ich ihm hinterher reiten? Entschuldigung, hallo? Pferd? Ich glaube, ich nehme an, ich muss ihm hinterher reiten. Ich nehme an, er ist abgehauen. Was haben wir denn, erstens, was haben wir gerade gehört im Schuppen, dass wir so aufgesprungen sind und uns erschrocken haben? Und dann, Entschuldigung. Aber ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sassauer-Wirtshaus zurückkehrt. Der ist woanders hin. Auch das war der blöd jetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich den hätte verfolgen sollen jetzt, in welche Richtung. Ja gut, aber wir wissen ja, dass er in Sasau untergekommen ist. Also erwischt habe ich ihn jetzt leider nicht. Der ist wahrscheinlich auch in die andere Richtung geritten, oder? Komisch. Ich weiß nicht so genau. Ich meine, ich hätte die Markierung eben da gesehen, aber ich weiß überhaupt nicht, welchen Weg ich hätte nehmen sollen jetzt, um ihn zu erwischen. Das war jetzt irgendwie wieder merkwürdig. Aber gefühlt war das auch so wie mit dem Wildschwein damals, mit Herrn Carpon. Irgendwie verfolge das Wildschwein oder so, fang das Wildschwein und noch bevor ich los konnte, war die Aufgabe schon verfehlt. Also hier war es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber irgendwie habe ich weder mitbekommen, in welche Richtung der ist, noch überhaupt. Also das letzte war ja, dass er sich rumgedreht hat und dann, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal angenommen, dass er aufs Pferd gestiegen ist und losgeritten ist, aber ich weiß nicht, in welche Richtung und überhaupt. Egal, im ersten Moment dachte ich schon, der sieht ein bisschen aus wie Herr Robert. Fand ich, aber es ist halt ein alter Mann, ne? Die sehen alle gleich aus. Nee, ja, interessant. Jetzt sind wir dem Ritter schon früher begegnet, oder wir haben ihn zumindest, Alter, wir haben ihn zumindest gesehen, früher gesehen, als ich dachte. Da hatte ich mich die ganze Zeit auf diese Begegnung, ja, was heißt gefreut? Nee, aber ich hatte die ganze Zeit gedacht, lass uns doch nach Sasau gehen und diesen Ritter befragen. Und jetzt ist er aber spontan zu unserem Gegner geworden, habe ich das Gefühl. Jetzt schaue ich nochmal gerade nach unserem Gefangenen hier. Ist der jetzt vor Schreck gestorben oder? Nee, der lebt noch. Okay, aber jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Schade. Okay, also dieser Ritter ist ein bisschen harsch in seinem Umgang. Wir schauen mal in die Questbeschreibung. Da ist doch schon einiges dazugekommen. So, der gefangene Bandit in Merhoyet berichtete mir auch, wo die Übergabe der gefälschten Münzen stattfand. Aber ich kam etwas zu spät. Jemand hatte offenkundig den Weg der Fälscher gekreuzt und die Schwerter noch dazu. Vor Ort fand ich einen umgestürzten Wagen und einige Leichen vor. Zunächst konnte ich am Ort des Überfalls nichts Ungewöhnliches entdecken, abgesehen von den Leichen natürlich, die man an einem solchen Ort findet. Eine kurze Suche offenbarte mir jedoch, dass jemand eine der Leichen in Richtung Osten weggeschafft hatte. Die Spur von der Kreuzung führte mich zu den Meilern der Köhler. Es schien, als hätten die Köhler den Wagen attackiert und von der Beute abgesehen auch einen Überlebenden verschleppt. Doch bevor ich die Möglichkeit hatte, etwas zu fragen, tauchte der mysteriöse Ritter am Ort des Geschehens auf. Das stimmt jetzt nicht so ganz. Der geheimnisvolle Fremde war viel zu sehr an den Säcken vom Wagen interessiert, die die Köhler gestohlen hatten. Als ich ihn herausfordern wollte, ritt er davon. Ich nahm zwar die Verfolgung auf, doch er konnte entkommen. Wenngleich der Ritter entwischt ist, so weiß ich doch, wo er gastiert. Ich könnte in der Sasauer Schenke auf ihn warten. Gut, dass wir den Brief gelesen haben von dem Gefangenen, denn sonst würde ich mich jetzt darüber wundern, woher ich denn weiß, dass er in Sasau gastiert. So, jetzt ist wieder, vor mir ist wieder die Markierung. Jetzt schaue ich mal gerade, wozu die gehört. Achso, das ist jetzt auch, das ist jetzt tatsächlich hier die Schenke. Und der Ritter, das ist tatsächlich die richtige Richtung, in die wir blicken gerade.
Aber dann muss der ja auch in diese Richtung geritten sein. Aber ich bin ja auch direkt in die Richtung hier gestartet, also. Da war er aber ziemlich schnell weg. Oh, wie schön hier die Rehe. Guck mal, wie süß die hier im Wasser stehen. Alles gut. Bleib ruhig stehen. Guck mal, die haben die Ruhe weg. Überhaupt keine Angst. Voll cool. Na gut. So, dann müssen wir also tatsächlich nach Sasau und dort den Ritter finden. Und wahrscheinlich wird das gar nicht so ein freundliches Aufeinandertreffen. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir eher mit dem halt sprechen und uns vielleicht zusammentun. Unsere gemeinsamen Untersuchungen irgendwie bereden. Und dann gemeinsame Sache machen auf der Suche nach den Münzfälschern. Aber jetzt, er war so ein bisschen schneller. Und geht dabei auch ziemlich radikal vor. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eher mit ihm aneinander geraten. Und dann kommt es wahrscheinlich zum Kampf mit einem richtigen, echten Ritter. Das fände ich wieder spannend. Schauen wir mal. So, erstmal gucke ich jetzt, was das hier unten. Waren das wirklich, sind die Häuser... Ah, die sind abgebrannt. Oder werden die gerade wieder aufgebaut? Nee, ich glaube, das ist abgebrannt, oder? Ja, das sieht eher abgebrannt aus. Von da oben hätte es auch sein können, dass das Gerüste sind und hier gerade wieder jemand Häuser aufbaut. Aber ich glaube eher, dass noch niemand zurückgekehrt ist. Schade eigentlich. Ich hätte sehr gerne diesen Ort hier wieder belebt, erlebt. Sprechen wir nochmal mit ihm hier drüben, der ja bisher der einzige Bewohner von Rofna war. Okay, mit ihm kann ich nicht reden. Schade. Aber sonst ist hier auch noch niemand zurückgekehrt. Also er und der Pater sind im Moment die einzigen beiden hier. Hier ist auch niemand drin? Nein. Okay, dann reiten wir nach Sasau. Ziemlich weiter Weg. Lass mich kurz auf die Karte schauen, ob es Sinn macht, andere Orte einzubinden auf dem Weg. Ich könnte halt nochmal jetzt hier über Merhoyet reiten, in der Hoffnung, dass ich bis dahin irgendwie erfahre, was mit der Seuche los ist. Oder wir reiten halt direkt... Ja, guck mal, hier hinten reiten wir eigentlich sehr selten lang, ne? Vielleicht machen wir das mal. Dann reiten wir direkt nach Sasau. Dann können wir vorher noch die Sache... Also bevor wir das nächste Mal nach Merhoyet gehen, können wir dann die Sache mit dem Testament hier machen und dann direkt in Merhoyet wiederum mit dem Vinzenz sprechen. Ja, machen wir das so mal. Einfach, weil wir die Ecke hier auch noch kaum kennen. Da sind wir noch selten vorbeigekommen bisher. Mal sehen, was da so los ist. Dann spare ich mir jetzt den Umweg über Merhoyet. Und wir reiten direkt geradeaus. Ja. Na, ich dachte, das sei ein guter Ort für einen Hinterhalt oder so. Es wundert mich eigentlich, dass hier nichts passiert ist auf der Strecke. Ich hatte damit gerechnet. So, hier über die Brücke. Und ich glaube, hier sind wir noch nie lang geritten, oder? Hier am Ufer der Sasau, Richtung Sasau. Wüsste ich gerade nicht, bei welcher Gelegenheit wir das getan haben sollten. Das hier ist auf jeden Fall eine Ecke, in der ich noch nie war bisher. Was man auch daran sieht, dass wir das Sühnekreuz gerade entdeckt haben. Und auch hier diese Wege fast zugewachsen. Das scheint jetzt keine Haupthandelsroute zu sein. Stock. Aber wir müssen weiter in diese Richtung. Ich schaue jetzt gerade mal so ein bisschen weniger nach rechts und links und überall hin. Oh Gott, hier. Ach, herrje.
Oh, hier liegen... ich wollte gerade sagen, hier liegen Klamotten und Blut. Und da hängt jemand. Oh Gott. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ein Unfallort. Das, nach einem Unfall sieht das eher weniger aus. Also ich meine, man reitet ja hier nicht vorbei und verfängt sich plötzlich im Baum. Ich denke, da steckte schon eine gewisse Absicht dahinter. Allerdings wahrscheinlich nicht von ihm, nicht von seiner Seite. Aber sonst ist hier irgendwie... Ein paar Pilze können wir hier sammeln. Ih, dreckige Füße. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts... Halt, was war das? Achso, das war der Hund, oder? Ja. War nur der Hund. Hä? Achso, ich wollte eigentlich die Pilze einsammeln. Na komm, dann loben wir den Hund. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Ah, Hundeflüsterer verbessert. Hat sich doch gelohnt. So, eigentlich wollte ich, wie gesagt, die Pilze einsammeln. So, ja, dann schönen Tag noch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich gucke gar nicht so sehr rechts und links gerade und lasse mich hier nicht so wirklich ablenken. Wir haben noch bestimmt noch Gelegenheit, hier die Wälder uns genauer anzuschauen. Und die kleinen Trampelpfade, die hier so rechts und links von der Hauptstraße, wenn man das so nennen kann, vom Hauptweg abgehen, denen kann man auch zu anderer Zeit nochmal folgen. Ich möchte jetzt tatsächlich erstmal wieder ein bisschen zielstrebig, sagt sie und sieht den nächsten Unfallort. Mehr oder weniger zielstrebig nach Sasau und weitermachen. Aber das hier liegt ja jetzt wirklich direkt an der Straße. Da kann man ja nochmal einen Blick drauf werfen. Unfallort. Oh, hier ist eine... Na, lass mich mal an den Sack ran. Billiger Wein, Grieben, Schnaps und ein unbekannter Trank. Apropos, ich muss irgendwann mal Tränke trinken, um zu gucken, was die so können. Vor allem den Wermutgeist hat man mir nahegelegt, mal auszuprobieren. Das hier sieht aber fast eher aus, als hätte jemand die Sachen ordentlich aufgehangen, so zum Trocknen oder so. Keine Ahnung. Das sieht nicht so aus, als hätten die sich da verheddert. Okay, aber sonst gibt es hier, glaube ich, auch nichts Interessantes mehr. Da kommt jemand. Das wird aber wahrscheinlich ein Wanderer sein. So, weiter nach Sasau. Wundert mich gerade sehr, dass bis hierhin nichts passiert ist unterwegs. Den Bildstock noch eben mitgenommen. Ja, und hier erwarte ich jetzt gar nicht mehr so wirklich viel, was passieren kann. Das ist ja eigentlich eher im Wald. Also irgendwie Hinterhalt, Überfall, irgendwas. Hätte ich jetzt schon mit gerechnet. War ja schon ein Stück Strecke. Aber nichts. Wir haben die ganze Gegend schon so ordentlich befriedet, dass auf den Straßen gar nichts mehr los ist. Ja. So, schauen wir mal, ob wir diesen Ritter erwischen hier. Wenn er zielstrebig nach Sasau geritten ist, dann sollte er ja vor uns da sein. Der war ja ein bisschen schneller. Ah, blöde Hecke. Guck mal, da sitzt er am Tisch und feiert. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Na, Kollege, ich setz mich mal dazu. Ich wollte mich hinsetzen und dann mit ihm sprechen. Ulrich, Bürger, Ulrich. Ulrich ist also der Ritter.
Grüß dich, Gefährte. Du kannst dich nicht verstecken. Weshalb hast du den Wagen überfallen? Ja, fangen wir mal freundlich an. Vielleicht sprechen wir dann irgendwo unter vier Augen weiter oder so. Freut mich, dich wiederzusehen, Herr. Ebenfalls. Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Lass uns reden, aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Ich warte bei der großen Weide. Ah, okay. Jetzt macht er erstmal doch einen relativ freundlichen Eindruck. Ist halt die Frage, ob er das nur hier tut und am Weiher nicht mehr. Oder ob wir vielleicht doch ganz vernünftig mit ihm reden können. Nee, ist in Ordnung. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass er nicht abhauen wird. Abgemacht. Ich erwarte dich dort. Ja, ich erwarte dich dort. Und ich bin gespannt. Ein Bier bitte. Ja, gut, dass wir hier ein Zimmerchen haben. Was war das denn? Nach Sonnenuntergang, wie viel Uhr haben wir? Ah, ist noch früh genug. Dann können wir eigentlich mal die Sache mit dem Testament regeln. Da haben wir dann noch Zeit für. Ja, ich hoffe, dass er nicht abhaut. Sonst habe ich nämlich gerade keine große Spur mehr. Aber ich gehe davon aus, dass er sich tatsächlich mit uns am Weiher treffen wird. Und dann bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. So, jetzt müssen wir erstmal zu der kleinen Kapelle hier. Da hinten, zu der kleinen Kirche. Und dort das Testament abgeben. Und dann bin ich gespannt. Ich hatte ja ein bisschen die Vermutung, dass der enterbte Sohn Elias eventuell der Elias ist, der im Kloster als Mönch bei den Verwundeten mitarbeitet. Da bin ich mal gespannt, ob sich das tatsächlich so verhält oder nicht. Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt hier von dem, wie hieß der denn? Fabian oder so? Dem wir das geben sollen. Von dem werden wir das wahrscheinlich erfahren, nehme ich an. Wo ist denn die Markierung jetzt hin? Nee, warum ist die denn jetzt da drüben irgendwo? Ich dachte, der wäre hier in der Kirche. Ist er scheinbar nicht. Ach, steht er hier auf dem Platz mit irgendwie? War das nicht das blaue A? Ach, da vorne läuft jemand. Ist er das? Sieht so aus. Bin ich schon dran vorbeigeritten. Pater Fabian, genau. Störe ich beim Essen? Egal. Pater, Vinzenz aus Merhojet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Um sein Testament. Ich habe seinen letzten Willen. Ich suche seinen Sohn Elias. Das würde ich tatsächlich mal sagen wollen. Ich bin auf der Suche nach seinem Sohn, Elias. Angeblich lebt er in Sasau. Ah, Elias. Ja, er treibt hier sein Unwesen. Am ehesten findest du ihn im Wirtshaus beim Anger. Dort verbringt er den Großteil des Tages. Danke für deine Hilfe. Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass er sagt, ah ja, Bruder Elias, hier im Kloster. Aber dann sind das scheinbar doch zwei verschiedene. Oder ich habe den falschen Namen im Kopf. Vielleicht hieß der Mönch im Kloster auch gar nicht Elias. Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass das die Geschichte wäre, dass der Vater dann überrascht ist, so, oh, mein Sohn ist mittlerweile Mönch und, naja, tut was Sinnvolles. Für wie sinnvoll man das hält, kann man dann auch wieder drüber streiten, aber hätte ja sein können. Ich hatte irgendwie auf ein Happy End gehofft. Also heißt ja jetzt noch nicht, dass es das nicht gibt, aber ich hatte irgendwie gehofft, dass das irgendwie so die Geschichte wäre. Egal, ich habe seinen letzten Willen, können wir ihm ja auch direkt mal sagen. Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Merhojet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja. Noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Mach's gut. Oh, das ist aber freundlich. 175 Groschen und eigentlich hätte ich jetzt... Ach Mist, hätte ich das lesen können? Verdammt, das Testament. Mist, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe den Brief von dem Gefangenen, habe ich ja noch mal dran gedacht, ihn zu lesen, aber das Testament hätte ich vielleicht lesen können.
Verdammt, das habe ich verpennt. Hätte ich vielleicht gern mal reingeschaut. Ja, komisch, es ist ja eigentlich nicht seine Aufgabe, uns dafür zu belohnen, dass wir das gebracht haben. Es wäre ja eher Vincents Aufgabe. Also hätte ich jetzt, ich habe jetzt keine Belohnung vom Pater hier erwartet. Eher wahrscheinlich eben von dem Vincents, wenn wir zurückgekommen wären. Aber okay, auch nett. So wissen wir nicht, oder so hätten wir nicht gewusst, dass Vincent überlebt, wenn er das jetzt getan hat, wovon ich eigentlich ausgehe. Gut, jetzt gucken wir nochmal in der Schenke, ob wir den Elias finden. Hätte ich natürlich auch eben direkt gucken können, aber ich bin, wie gesagt, davon ausgegangen, dass das vielleicht der Mönch ist. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich den schon mal suchen könnte hier in der Schenke. Aber schauen wir mal. Oder ist das überhaupt? Moment. Ist das die? Also ich meine, es gibt keine andere, ne? Oder ist das doch die da unten? Schenke, was hat er gesagt? Schenke zum Anger oder so? Okay, ich habe keine Markierung dafür mehr. Aber ich weiß jetzt, wo der Treffpunkt mit dem Herrn Ulrich ist. Noch ein neuer Name. Wirtshaus, Schenke, stimmt. Da unten im Ort gibt es ja auch noch eine Taverne, eine Schenke. Bürger, alles Bürger. Hätte ich da unten mal gucken sollen. Ah, ich bin wieder so unkoordiniert heute. Aber wirklich. Lass mich mal in die Questbeschreibung reinschauen von dem Testament. Vielleicht habe ich es jetzt auch schon verpennt, dadurch, dass ich das abgegeben habe. Ja, ich fürchte nämlich. Letzter Wille. Ja, ich habe Pater Fabian Vincents Testament gegeben. Okay, damit hat sich das eigentlich erledigt. Ich hätte trotzdem gern den Elias gefunden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das schon wieder dadurch... Also ob ich irgendwas hätte machen können, wenn ich mit Elias spreche. Ich weiß nur nicht, ob ich das hätte machen müssen, bevor ich das Testament abgegeben habe jetzt beim Pater. Ich schaue jetzt nochmal in der anderen Schenke vorbei hier unten. Hier irgendein Elias? Sieht nicht so aus. Hier sitzt gerade niemand. Der Wirt. Vielleicht kennt der Wirt ihn. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Nein. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank ist's ruhig hier. So ein Mist. Möge Gott über dich wachen. Ruhe ist nicht unser Ding. Ach Mann! Hab ich's versaut, scheinbar. Ich weiß halt nicht, welche Schenke gemeint ist. Oder gibt's noch eine? Mir fällt gerade keine weitere ein. Nochmal gerade auf die Namen gucken. Steht da irgendwas? Naja, steht nur Schenke. Da steht nicht Schenke zum Anger oder so. Unterkunft. Dein Bett. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Okay, ich muss sowieso was essen und schlafen. Also zurück zu unserer Schenke, wo wir auch ein Bett gemietet haben, dauerhaft. Ein Zimmer. Und dann können wir schlafen, was essen und auf das Treffen warten. Oder ich schaue nochmal gerade hier rum, ob ich den Elias noch irgendwo finde, aber ich glaube, ich habe es verbockt schon wieder. Ach Mann. Das sind alles so Dinge. Wer läuft hier noch rum? Bürger. Naja, das waren auch alles nur Bürger. Sitzt der hier irgendwo? Oder wir fragen ihn nochmal gerade.
Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Okay, den kann ich auch nicht nach Elias fragen. Möge Gott über dich wachen. Zu schade. Mal gerade hier reinschauen. Vielleicht sitzt der drinnen irgendwo. Bürger. Freskenmaler. Okay, ein Freskenmaler, der wahrscheinlich am Kloster mitarbeitet. Aber niemand, der Elias heißt. Na gut, dann gehen wir ins Bett, würde ich sagen. Wir sind ja müde. Und dann warten wir auf den Sonnenuntergang, um uns mit Herrn Ulrich zu treffen. So, mittlerweile ist der Hunger auch so groß, dass es sich lohnt, was zu essen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Treffen jetzt läuft, denn es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er spricht tatsächlich mit uns, oder sobald wir auftauchen, greift er uns an. Also er hätte ja natürlich jetzt auch abhauen können in der Zeit, aber dann weiß er, dass wir ja nicht Ruhe geben und ihn wahrscheinlich weiterhin verfolgen. Also vielleicht will er sich uns entledigen und will uns ein bisschen da hinten, wo es abgelegen ist, dann töten. Ich weiß gar nicht, auf was ich hoffe. Ich fände ein Gespräch mit ihm ganz interessant. Ich fände aber auch einen Kampf mit ihm ganz interessant. Wenn wir ihn dann töten müssen und nachher irgendwas bei ihm finden, das uns weiterbringt, ist mir das auch recht. Von daher ist mir eigentlich egal, was jetzt gleich passiert. Aber gespannt bin ich so oder so. So, wo ist er denn? Hier vorne sehe ich sein Pferd schon. Da steht er. Na dann. Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Ich lockte dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Verzeih, aber allein das war zu so kommen, klar. War ein Fehler. Dein letzter Fehler. Kämpfen oder warte? Wie gesagt, ich würde auch den Kampf mit ihm nicht scheuen. Vielleicht war es dein erster Fehler, mich zu unterschätzen. Oder dein letzter Fehler, mich zu unterschätzen. Aber dein erster Fehler in Hinsicht auf mich. Soll ich versuchen, den Kampf abzuwenden? Oder soll ich direkt mit ihm kämpfen? Was würde Heinrich tun? Heinrich würde wahrscheinlich sich direkt in den Kampf stürzen. Ich bin aber gespannt, was Heinrich sagen würde, um den Kampf abzuwenden. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen. Also gut, aber mach es kurz. Ah, jetzt können wir tatsächlich hier nochmal Überzeugungsarbeit leisten. Bei den Köhlern hattest du Glück in Einschüchtern. Oh, das könnte vielleicht sogar funktionieren. Ich bin tatsächlich einschüchternder, als ich dachte, ihm gegenüber. Ich wüsste nur gern, was hier los ist. Ja, das wüsste ich tatsächlich gerne. Vorsicht, ich arbeite für Herrn Ratzig, das funktioniert nicht, wenn man sich mal die Werte da unten anschaut. Das kann ich knicken, auch mit einem Bonus von 2. Interessiert ihn das, glaube ich, nicht die Bohne, dass ich für Herrn Ratzig arbeite. Da komme ich nicht weit. Ja, ihn einschüchtern, er will ja eigentlich sowieso mit mir kämpfen. Oder er legt es ja gerade auf einen Kampf an. Macht also wenig Sinn, deswegen würde ich ganz gerne eine Erklärung haben. Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb du mich verfolgen sollst? Spießgesellen? Was redest du da? Ich bin auf Herrn Ratzig Kobillas Geheiß hier. Ratzig Kobilla? Ich verstehe nicht. Ich suche nach den gefälschten Münzen. Wie ich hörte, haben diese Männer sie in dem Wagen transportiert. Als ich dich bei den Köhlern sah, nahm ich an, sie hätten dich geschickt. Nein, keineswegs. Dann haben wir dasselbe Ziel. Ja. Ich bin schon eine geraume Weile hinter den Fälschern her. Mein Name ist Ulrich.
Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kovilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer denn? Das fragen wir erst. Ich wollte gerade sagen, wer war das? Achso, der Händler wahrscheinlich. Keine Ahnung, den wird er wahrscheinlich getötet haben oder der ist gestorben. Ich hatte mich schon gewundert, weil wir ja eigentlich das gleiche Ziel haben. Also ich fand es schon merkwürdig, dass wir eben im Konflikt aufeinander getroffen sind. Und ich hätte mich jetzt doch gefragt, was passiert wäre, wenn wir gekämpft hätten. Hätte dann einer von uns doch kurz vor Ende des Kampfes noch gesagt, halt ein, lass uns doch reden. Oder hätte ich ihn tatsächlich getötet im x-ten Versuch vielleicht, möglicherweise, und dann irgendwas bei ihm gefunden oder so. Keine Ahnung, aber jetzt haben wir tatsächlich doch noch das Gespräch gesucht und gefunden, indem er halt auch festgestellt hat, hey, Moment, das ist gar nicht mein Gegner und wir haben das gleiche Ziel. Das ist genau das, was ich zu Anfang schon vermutet hatte. Und endlich reden wir ordentlich miteinander. Aber wie gesagt, ich hätte auch den Kampf nicht gescheut mit ihm. Tatsächlich wäre ich gespannt gewesen, wie das gelaufen wäre. Na gut, fragen wir natürlich all die Fragen, die wir so haben. Wer war es denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. Okay, ich bin kein Ehestifter. Ist auch gut. An wen hast du gedacht? Ja, ich hoffe, das ist nicht auch wieder eine Falle, dass er jetzt sagt, hey, bring mich zu Herrn Ratzig oder zu irgendwem, was auch immer. Und wenn ich ihn da hinbringe, zieht er sein Schwert und greift an oder so. Aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich dasselbe Ziel. Das sollte eigentlich nicht passieren, hoffe ich. Ja, ich bin mal gespannt, wen er im Sinn hat. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Wir sind in Sasau. Okay, er gibt mir das jetzt. Eigentlich hat er gerade gesagt, du stellst mich einer bestimmten Person vor. Also dachte ich eigentlich, wir bringen ihn dorthin. Aber so ist natürlich nochmal sicherer. Er gibt uns das Ding, wir haben es in der Hand und wir bringen es dem Tobias Pfeffer, der ja das war ja der, der herausgefunden hat, dass die Münzen gefälscht sind. Okay, und welche Überraschung. Ich werde dir alles sagen, aber erst tust du was für mich. Das ist ja noch nie in irgendeinem Spiel vorgekommen. Das ist ja gar nicht das übliche Vorgehen. Ich bin überrascht. So, ganz viele interessante Fragen. Ich hoffe, ich darf alles fragen. Solltest du mich nicht zu Pfeffer begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ha, das klingt aber interessant. Wer bist du eigentlich? Ulrich. Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Es scheint, als seien wir uns gar nicht so unähnlich. Also gerade Heinrich sollte ja wissen, dass man auf vielerlei Arten an die Ausrüstung eines Ritters kommen kann, auch ohne ein Ritter zu sein. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Ich werde es nicht aus dir rausprügeln. Das ist nett von uns. Es klingt verdächtig. Ja, tut es. Aber wenn er es nicht sagen will, meinetwegen. Na gut. Aus dir rausprügeln werde ich es nicht.
Aber ich könnte es. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Eher nicht. Nein, was ist das? Was ist das? Eine Stadt in Bayern. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Immer wieder Sasau. Sasau scheint ihm sehr wichtig zu sein. Ja, Falschmünzen, Verbindung mit Sasau. Ach, so viele Dinge. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wo hat er die jetzt eigentlich hingepackt? Er hat doch den Sack vom Köhlerlager mitgenommen. Die müssen ja jetzt hier auch noch irgendwo sein, eigentlich. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notierte. Okay, das ist sehr interessant. Zumal ich hier nur ein Kloster kenne, das wir eventuell infiltrieren könnten. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen. Und nur Gaststätten entlang des Weges. Bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Naja, die Umgebung dieses gottverlassenen Weges ist ja jetzt auch nicht so besonders bewohnt und überwacht. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr? Nein, leider nicht. Okay, ich frage mich, ob der tatsächlich irgendwo liegt. Das wäre eigentlich cool, wenn man den tatsächlich finden könnte. Also wenn man jetzt tatsächlich danach sucht, ich habe jetzt nicht vor, danach zu suchen, aber der muss ja vom Köhlerlager aus in irgendeine Richtung dann geflohen sein. Und ob man den in der Umgebung irgendwo findet, wo ihn sein Pferd abgeworfen hat und er sich das Genick gebrochen hat. Das wäre natürlich cool. Ja, das haben wir eigentlich gerade gehört. Was ist mit Meinhard geschehen? Was geschah mit Meinhard? Der ist natürlich tot. Natürlich. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Ja. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. Deshalb habe ich nicht gefragt. Ich habe nur aus Interesse gefragt. Aber ich habe Meinhards Grab jetzt gerade als Aktualisierung bekommen. Ich habe gerade für einen winzigen Moment gedacht, wir hatten doch mal ein Grab gefunden an irgendeiner Wegkreuzung, wo ich noch überrascht war, dass da an der Stelle halt jemand begraben wurde. Aber zum einen war das ja schon vor dem ganzen Vorfall jetzt und zum anderen war da keine Hütte. Also ich weiß auch gerade gar nicht mehr genau, wo das war. Da habe ich kurz dran denken müssen, aber das scheint eine andere Stelle zu sein. Das musst du gerade sagen.
Grabschändung hat er unseres Wissens nach noch nicht betrieben. So ist es nicht. Was ist die Aussage? Ist die Aussage, so ist es nicht? Ich frage nicht wegen meinem Interesse am Inhalt des Grabes. Oder ist die Aussage, nö, finde ich nicht, dass Grabschändung eine schlechte Sache ist. Es sollte eigentlich total okay sein. Das ist immer so die Frage. Ist nicht sehr ausführlich hier. So etwas tue ich nicht. Na, wenn du das sagst. Manchmal ja doch schon irgendwie ein bisschen. Na schön. Ich begebe mich zu Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Ah, okay. Das ist das Gasthaus zum Fuhrmann. Dann ist das Gasthaus unten im Ort wahrscheinlich das, die Schenke zum Anger oder so. Also die, wo Elias hätte sein sollen. Ich bin ein bisschen versucht, kurz noch die Alternativen durchzuspielen und zu schauen, ob ich den Elias gefunden hätte, wenn ich das Testament nicht sofort Vinzenz in die Hand wenn ich Vinzenz Testament nicht sofort Fabian in die Hand gedrückt hätte. Außerdem wollte ich mal gucken, ob ich das Testament hätte lesen können, wenn ich dran gedacht hätte. Und mich würde eigentlich auch interessieren, ob ich wirklich mit Ulrich hier hätte kämpfen und ihn besiegen können. Es reizt mich ein bisschen, das auszutesten, aber das machen wir definitiv nicht mehr heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.